Hallo und willkommen. Christian Frey ist dem Fachhochschule St. Pölten mitverantwortlich für Planung und Umsetzung des Tag der Lehre am 17.10. an der Fachhochschule St. Pölten jetzt anmelden. Und wir haben hier zwei Beiträgende bei uns, die sich jetzt vorstellen. Bitte schön. Hallo, mein Name ist Thomas Wahler und ich leite den Fachbereich Wirtschaft und Recht an der FH Technikum Wien. Hallo, mein Name ist Katharina Fellleitner und ich bin Lektorin für Betriebswirtschaftslehre hier am Technikum Wien. Wunderbar. Ganz am Anfang des Videos, wie schon vorangekündigt, sammeln wir ja Zutaten für unseren Assessment-Kuchen. Und ich würde mir von euch beiden jeweils eine Zutat wünschen. Was gehört in dem Assessment-Kuchen hinein, damit der wirklich gut gelingt? Bitteschön. Also ich würde reingeben, unterschiedliche Lernabfragen, also unterschiedliche Typen an Assessments. Okay. Ja, ich würde auch auf jeden Fall darauf achten, dass hier ein guter Mix an Prüfungsformaten vorhanden ist. Und ja, auf jeden Fall, und das wird ja auch dann unser Thema sein, würde ich auch im Sinne der Digitalisierung daran denken, dass hier auch digitale Prüfungsformate vertreten sind. Wunderbar. Das heißt, das ist auch das Thema, das ihr hier beim Tag der Lehre einbringen werdet. Thomas, erzähl mal ein bisschen mehr dazu und wir achten darauf, dass ihr beide gut zu Wort kommt. Bitte schön. Naja, ich denke, es ist so, alle Welt spricht von der Digitalisierung und ja, es gibt nicht nur, denke ich, die Smart Factory, es gibt auch die Smart University. Da gehört eben natürlich auch die Digitalisierung der Lehre dazu. Damit meine ich jetzt nicht nur Fernlehre, E-Learning, sondern auch die digitale Anreicherung der Präsenzlehre. Aber letztlich muss sich das natürlich auch, denke ich, im Prüfungsformat niederschlagen. Und da sprechen doch viele Vorteile, sowohl Effizienzvorteile, aber auch Gründe der Objektivität, beispielsweise dafür, dass man hier digital vorgeht beim Prüfen und eben hier dann auch auf Automatisierung setzt. Was auch noch wichtig ist, ist gerade, wenn man digitale Prüfungen macht, dass man richtige Fragen stellt. Also die Fragestellung ist hier viel wichtiger, sage ich einmal, weil man sie auch nicht, weil man auch nicht vor Ort ist, dass man den Studierenden helfen kann. Das heißt, man braucht dann als Lehrende oder Lehrender auch viele Kompetenzen, wenn man digitale Prüfungen machen will. Ja. Das heißt, wir als Lehrende sind auch sehr gefragt, dass wir uns weiterbilden, um gute Prüfungen machen zu können. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt mit dabei noch. Okay. Das heißt, also wir werden in eurem Beitrag Einblicke in die Praxis bekommen, wie ihr das am Technikum macht. Was sind eure Erfahrungen jetzt mit dem Beschriebenen bei euch am FH Technikum? Bitte schön. Also meine persönlichen Erfahrungen, muss ich sagen, sind sehr gut. Wir nutzen, wie denke ich, die meisten anderen Hochschulen hierzulande auch sehr intensiv Moodle als Lernplattform, aber das kann man eben auch sehr gut als Prüfungsplattform verwenden. Und ich persönlich muss sagen, seit ich eben hier größtenteils auf automatisierte digitale Prüfungsformate umgestellt habe, kommen die Studierenden nicht nur früher zu ihren Ergebnissen, was sie natürlich sehr freut. Mich freut vor allen Dingen, dass ich viel weniger Aufwand mit der Prüfungskorrekturarbeit habe. Ich glaube, wo sich's auch immer wieder spiegelt, ist in der, sag jetzt einmal, in den Bewertungen oder auch von dem Feedback von den Studierenden, dass sie diese, sag jetzt einmal, diese digitale Prüfungsumgebung sehr schätzen, ja, und dass sie das auch sehr gerne annehmen. Also wir bekommen da auch sehr viel positives Feedback zurück von Studierendenseite, ja, was auch immer wichtig ist, glaube ich. Ja. Ein Kritikpunkt, der an E-Assessment manchmal getan wird, ist der Vorwurf unter Anführungszeichen, dass hier mit diesen Tools keine kompetenzorientierte Form von Prüfung möglich ist. Wie seht ihr das, Thomas? Ja, einerseits muss man halt dazu sagen, das ist jetzt keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern das kann ja immer eine Sowohl-als-auch-Entscheidung sein. Das heißt, ich habe auch Teile einer Prüfung, die ich beispielsweise, wenn ich eine Fallstudie abprüfe, die ich dann nach wie vor händisch auswerte. Aber das schließt ja nicht aus, dass ich andere Prüfungsteile, wo es eher mehr um Wissensabfragen geht, dass ich die dann eben mit geschlossenen Fragen abprüfe. Und da kann ich dann immer noch quasi das Beste aus beiden Welten herbeiholen. Es ist aber, denke ich, schon auch so, dass gute Multiple-Choice-Fragen oder generell gute geschlossene Fragen auch geeignet sind, zumindest in einem gewissen
in einem gewissen Spektrum Anwendungsbezug abzufragen. Ich kann beispielsweise eine Fallstudie geben, verschiedene Lösungsvarianten zur Auswahl bieten. Und ja, das muss man halt dann durchdenken und sich dann für die eine richtige letztlich entscheiden. Magst du noch was sagen? Ja, ich glaube, da kommt es wirklich darauf an, was ich gerade schon gesagt habe, dass es auf die Fragestellung drauf ankommt. Frage ich jetzt nur Wissen ab oder gehe ich auf eine höhere Lernstufe und versuche hier auch über diese Fragen mehr abzufragen, jetzt außer nur, ist eine Antwort korrekt oder nicht. Ja. Wunderbar. Damit passt natürlich auch dieser Beitrag wunderbar in das von uns geplante Format. Wir freuen uns schon sehr, sehr, sehr auf euch in der Fachhochschule St. Pölten. Bis dahin alles Gute und bis bald.